Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Wir werden heute mal mit dem Dreamliner einer Boeing 787-8 von Air Austral hier im Indischen Ozean von Insel zu Insel fliegen. Und zwar fliegen wir von einer französischen Insel zu einer anderen französischen Insel und dabei fliegen wir einmal quer über Madagaskar. Und zwar geht's los auf der Insel Mayotte. Und keine Ahnung, ob ich jetzt die Inselnamen und Stadtnamen überhaupt richtig ausspreche. Ich habe es mir davor im Internet mal angehört, wie man das alles ausspricht und ich hoffe, dass ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also wie gesagt, es geht los auf der Insel Mayotte, einer französischen Insel hier im Indischen Ozean. Und zwar da vom Flughafen Saoudzi, wo wir jetzt gerade hier mit dem Dreamliner stehen, am Gate Nummer 2 übrigens. Und dann, genau, geht es einmal Richtung Osten, quer über Madagaskar rüber zur Insel Réunion, zum Flughafen von Saint-Denis. Und da ist übrigens auch Air Austral stationiert und wir fliegen heute mit einem von den zwei Dreamlinern, die die haben. Wir fliegen mit der Foxtrot, hinten steht es ja drauf, oder auf der Tragfläche, weil ich gehe in eine andere Ansicht, dann können wir schneller uns umgucken. Mit der Foxtrot Oscar Lima Romeo Charlie und dann gibt es noch einen weiteren Dreamliner bei denen in der Flotte. Der hat dann nochmal ein anderes Logo hier hinten auf dem, genau, Seitenleitwerk drauf und genau, zwei Dreamliner haben die, dann haben sie noch ein paar 777 und ich glaube auch noch ein paar 737 in der Flotte und genau, aus insgesamt, ich glaube sogar 10 Flugzeugen ungefähr besteht die Flotte von Air Austral, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und die fliegen halt hauptsächlich hier und dann halt nach Frankreich rüber, genau, um halt die französischen Inseln hier mit Frankreich zu verbinden. Und wir fliegen heute hier so einen kurzen Flug zwischen den zwei französischen Inseln, was auch ein Teilabschnitt sozusagen ist von einem größeren Umlauf, den Air Austral mit dem Dreamliner fliegt. Den kann ich euch später noch mal genauer aufzählen. So. Ja, viel mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Wir fliegen 1400 Kilometer, 1 Stunde 45 Minuten Flugzeit haben wir vor uns und werden auf Reiseflughöhe Flight Level, über Flight Level 400 gehen und zwar Flight Level 410 werden wir nehmen. So, genau. Bevor wir loslegen, noch eine Information und zwar das Add-on hier für den Flughafen Saoudzi, also auf der Insel Mayotte und für den Flughafen von Saint-Denis. Da verwende ich beides mal als Add-on von FSDG und das wurde mir hier auch von den Add-on-Entwicklern für das Let's Play zur Verfügung gestellt. Dafür an der Stelle auch noch vielen Dank an die Entwickler. Und der Flughafen Saint-Denis ist übrigens auch der Stützpunkt bzw. der Heimatflughafen genau von Air Austral. So, jetzt will ich aber nicht mehr viel rumreden, das war jetzt eigentlich schon wieder viel zu lange. Und wir gehen direkt mal ins Cockpit und machen den Dreamliner startklar. Genau, das ist eine 787-8. Ich weiß gar nicht, letztes Mal sind wir ja der letzte Flug, den wir geflogen sind, beziehungsweise auch, das ist ja auch der erste Flug damals gewesen. Das war, glaube ich, der Star Wars Dreamliner, das war, glaube ich, eine 787-9 und genau, heute fliegen wir eine 787-8. Ich habe jetzt noch vor dem Flug sogar nochmal einen anderen Flug schon mit dem Dreamliner aufgenommen, der wird aber jetzt dann doch erst etwas später kommen. Hab ich mich umentschieden, dass ich jetzt doch erst den hier hochladen werde vor dem anderen. Aber jetzt, genau, genug gesagt, jetzt geht's auch mal los. Wir haben ein bisschen was zu tun. So, erstmal das Power-Up. Wir machen die Batterien mal an, beziehungsweise hier die Battery auf on. Gleich mal die Nav-Lights auf on. Die Parking Brake ist schon set und wir connecten mal die External Power. So, bei auch der andere Flug, den habe ich auch schon vor ein paar Wochen aufgenommen, ist also auch schon ein bisschen länger her, dass ich mit dem Dreamliner geflogen bin. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie ich hier nochmal. Ach ne, External Power geht ja nicht hier rüber, sondern das müsste Shift 2 gewesen sein, genau. Einmal hier External Power connecten, genau, ist ja nicht über der. Gerade überlegt. Bei der PMDG 777 und so ist ja so, muss man länger Menü drücken, damit es geht. Aber hier muss man ja, genau, das über das andere Menü anfordern und dann können wir hier die External Power direkt mal auf On stellen. So, wir starten auch direkt schon mal die APU. Dass wir hier ordentlich Stromversorgung haben und können dann mal gucken, dann sollten die ganzen Bildschirme angehen, wunderbar. Und wir fordern mal GSX an. Oh, da stehen gleich hier zwei Stromversorgungsaggregate. So, Request Catering. Keine Ahnung, was jetzt hier passen würde. Nehmen wir einfach mal den GSX-Choice, ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich meine, so genau sehen wir das jetzt auch nicht dann. Und, dann Request Boarding direkt hinten dran. So, wir gehen wieder in die Innenansicht. Machen mal die ganzen Türen jetzt auf. Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade irgendwie noch vor dem anderen bei PMDG bei der Bedienung drin. Hier müssen wir das ja so machen. Könnten wir eigentlich mal gerade außen bleiben können. Gucken wir. Kann sein, dass er jetzt vorne keinen andockt, weil er denkt, dass ich hier. Weil ich habe. Man kann die Jetways auch über Sode bedienen, aber es hat bei mir jetzt hier mit dem Dreamliner in Verbindung nicht ganz gepasst. Deswegen fährt jetzt hier vorne leider keine Tür dran. Keine Treppe dran, aber gut, egal. So, hier auf der Seite machen wir mal. Ich hoffe, Right 2 ist die richtige Tür für die
Catering-Wagen. Ich glaube, der ist immer hier dazwischen gefahren, aber wir sehen es ja später. So. Dann machen wir mit unserem Pre-Flight Procedures mal weiter, während die draußen fleißig den Flieger vorbereiten. So, IRS gehen auf On. Die Flight Deck Door Power. Die haben wir. Ne, die war doch hier oben. Müsste hier. Da. Flight Deck Door Power auf On. Dann Primary Window Heat hier. Left Side and Forward, Right Forward and Side. Humidification Switch. Haben wir ganz hier oben rechts, geht auf On. Dann gehen die Packs schon mal auf Auto. So. Ich habe jetzt die Parkposition ja auch schon mal so ein bisschen gesehen. Von oben, also wir haben hier ein recht kleines Vorfeld hier, der Flughafen wurde anscheinend, das Terminal wurde extra nochmal ausgebaut, dass halt hier auch der Dreamliner so halt auch parken kann und so. Ich habe kurz mal den Wikipedia-Artikel überflogen und da habe ich irgendwie halt so einen Satz gelesen, dass halt irgendwie das Terminal anscheinend so angepasst wurde für den Dreamliner. Genau, beziehungsweise halt, dass hier ausgebaut wurde, weil ich glaube, allzu viel Flugverkehr ist jetzt hier nicht auf dem Flughafen, aber dafür fliegen halt hier auch schon große Flugzeuge hin, wie der Dreamliner halt unter anderem regelmäßig. Und dafür wurde anscheinend das Terminal hier auch umgebaut und sieht auf jeden Fall echt schick aus hier am Flughafen. Es ist zwar, sitzen jetzt nur zwei Finger hier, aber gut, viel mehr brauchen die nicht bei dem Betrieb. Oh, krass, da kommen ja riesen Fahrzeuge angefangen. Gut, ich habe jetzt hier auch mal eine neue Version von GSX installiert, weil ich habe ja im Vergleich zu den... Gut, kommen jetzt bald noch ein paar Videos, die ich aufgenommen habe, bevor ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Aber das Video hier zum Beispiel nehme ich jetzt auch, nachdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe, mit neuem FSX komplett neu installiert und so weiter, jetzt auch neuem GSX. Alter, krass, da gibt es ja hier echt einige neue Fahrzeuge. Zum Beispiel jetzt hier ein Scania-Truck. Krass. Also bei GSX gab es, glaube ich, letzte Zeit nochmal, beziehungsweise die Version, die ich davor hatte immer, waren deutlich ältere irgendwie, als die es jetzt hier gibt. Genau, der Flughafen hat halt hier so ein Terminal und dann hier so zwei Flugsteige und, ja, ich glaube ATR und so fliegen hier auch noch, kann sein 737 auch noch. Und genau, aber halt hier mit den zwei Parkpositionen mit jeweils zwei Fingern. Wahrscheinlich unter anderem halt für den Dreamliner halt ausgelegt. Genau. Und wir haben ein recht kleines Vorfeld. Der Pushback später wird auch ganz interessant. Ich habe mir schon mal angeschaut. Lasst euch mal überraschen. Das ist auf jeden Fall der geilste Pushback, den ich bis jetzt hier im FSX dann gesehen habe von GSX. Der ist mega gut. So, aber ich will auch nicht die ganze Zeit hier so rumquatschen. Das sehen wir alles später. Aber ich muss ein bisschen genau euch schon mal erzählen. Das ist auf jeden Fall mega geil. So, Terrain machen wir auch mal an. Wir starten aber Richtung Meer raus. Also das wird kein Problem sein. So, Auto Thrust haben wir. Left and Right Auto Thrust. Und RTO, Autobrake RTO und VHF L machen wir an. So, dann kommen wir zur Eingabe vom Flugplan. Also, so, Dille. Wir, genau, gehen eigentlich mal hier auf. Ne, nicht in der Reference. Ist gar, genau, gehen einfach vorne durch. Ident. Das passt alles. Wir haben den aktuellsten Airrack Cycle drin. So. Ja, das. ZRS Position müssen wir nicht mehr, das Flugzeug scheint schon lokalisiert worden zu sein. Wir geben mal die Company Route ein. Das ist aber eigentlich nicht wirklich nötig gewesen, eine Company Route zu machen. Das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich die erstellt habe. Weil wir fliegen eigentlich zu einem Wegpunkt, dann eine Luftstraße zu einem anderen Wegpunkt und dann schon zum Ziel. So. Und ich glaube, wir haben auch gar keine Departure Route. Zumindest in den NavData Pro Charts waren jetzt gar keine Abflugrouten hier für den Flughafen drin. Müssen wir mal gucken, das fliegen wir. Was? Wie hat die Route nicht gefunden? FMZ, FM, EE. Wieso kann ich den nicht finden? Hä? Wieso kann er die Company Route nicht finden? Das gibt's doch nicht. Ich habe die doch extra hier vorher noch eingefügt. Hab ich was falsch gemacht? Und die heißt genauso. FMCZ, Foxtrot Mike Charlie Zulu. Na, Foxtrot Mike Echo Echo. Okay, na gut, dann geben wir es halt selber ein. Ich suche es gleich mal vom Handy raus. So, auf jeden Fall geht's los in Foxtrot Mike Charlie Zulu. So, ich bin auch mal gespannt, ob der hier, aber ich glaube nicht, aber dass der, ob der von einem von den Flughäfen so diese Karte da drin hat, hier im Navigation Display. Nach Foxtrot Mike Echo Echo. So, wählen wir erstmal Departure raus. Departure ist Out of Runway 16 starten wir. Passt auch zum Wind. Ich habe gesehen, das Wetter ist wunderbar. Wir haben Carvok. Keine Wolken hier in der, über dem Flughafen und so, also wunderbar. So, und ihr seht, wir haben keine Sits, also wir gehen direkt zur Route. Next Page. So, und fliegen dann direkt zum Wegpunkt. Ich muss jetzt nur diese Luftstraße nachgucken. Und zwar fliegen wir zum Wegpunkt. So. Avi. So. G
geht eigentlich hier geradeaus und nach dem Start ist ein leichter Turn noch, aber eigentlich fliegen wir direkt geradeaus dann weiter zu dem Wegpunkt. So, jetzt muss ich kurz mal übers Handy Route Finder das nachgucken. Komisch, dass mit der Company Route nicht geklappt hat. Ich dachte, ich muss hier auch mal mit 001 arbeiten, vielleicht, aber jetzt liegt das daran, weil da war noch eine andere drin, die nicht mit 001 war. So, es geht von FMCZ. FMEE. So, was? Open Exit 1, Open Exit 2 will er da haben. Na gut, dann machen wir es mal so. Die sind nämlich auch schon fertig. Aber Exit 1 ist doch auf. So, das ist die Uniform Bravo 790. Nehmen wir das nochmal auf. Da genau, steht jetzt Passengers Board. So, jetzt hoffe ich, dass das akzeptiert. Ich habe ja noch die Tür nochmal kurz zu und aufgemacht. So, Leute steigen auf jeden Fall ein, das passt. So, die Uniform Bravo 790 ist es. Bis zum Wegpunkt Dobut. Und da geht es dann Anflug. Über den Anflug können wir später dann planen. Genau, ILS-Anflug werden wir machen auf die Piste 1-4. Übers Meer dann anfliegen, sieht mega geil da aus. So, Activate und Execute. Wir kommen zur Performance-Eingabe. So. Ihr seht, wir haben 32.500 LBS an Sprit an Bord. Cruising Flight Level ist 410. So, Kostindex 45. So, Reserves sind 9000 LBS, 9.0. So. Das passt. Execute. So, jetzt müssen wir noch bei den Thrust Limits gucken. Kommt ja hier. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Wir haben ja auch hier dieses. So, diesen. Hier, dann können wir mal Initialize Flight machen. Auf Performance gehen. So, dann können wir das Ganze hier auswählen. Thrust Rating und so weiter. Condition Dry. Wind und so hat er sogar anscheinend auch schon irgendwie drin. Außer Air Temperature. QNH ist echt. 1013. Na, 1014. Gut, okay, das ist ja fast dasselbe. So, und dann. Müssen wir noch auf. Takeoff Weight noch eingeben. Aber ich kenne mich leider mit dem Ganzen auch nicht so perfekt aus. Wenn wir das hier so. Ich hätte immer, der würde es einem automatisch berechnen. Ich weiß gar nicht mehr. Im anderen Flug, den ich noch aufgenommen habe, der jetzt bald dann kommt auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das da gemacht habe. So, wir machen am besten auf jeden Fall nochmal einen Takeoff, normalen Climb. So, eigentlich wie es da drin steht, Flaps 5. Genau, sind hier unsere V-Speeds eigentlich schon. Und Center of Gravity ist das. Mit dem Trim geht's raus. Genau, muss man eigentlich gar nichts machen. Das ist, glaube ich, eher nur so optional. Ich weiß leider auch nicht ganz, wie ich das hier alles bedienen kann. Also, wir könnten jetzt hier noch, können wir mal was eingeben. Wenn das jetzt gerade ein bisschen übertrieben ist, aber gut. Also man kann ja einfach Copy FMC Data. So. Aber ich kann jetzt halt nichts immer calculate. Eigentlich ist nur das, was hier so grau ist, kann ich drücken, aber das bringt mir ja gerade eher wenig. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken, wie das funktioniert. Aber gut, ihr seht, es geht ja auch so. Genau, wir haben unsere V-Speeds hier. Lass uns lieber, ich weiß jetzt gerade auch nicht auswendig, wie lang die Bahn ist, aber lass uns lieber mal einen normalen Takeoff machen. Das wird eh. Wir hätten wahrscheinlich auch Takeoff 1 nehmen können, aber so ist es am besten. Genau, dann haben wir unsere V-Speed, 230 geht schon in die Luft. Wunderbar, Pre-Flight ist hier completed. Perfekt, so. Will ich mich auch nicht länger daran aufhalten, wir machen einfach mal das Wichtigste. So, wir kommen hier dazu, dass wir LNF und VNAF haben. Gucken wir kurz aus. Ne, wir laden jetzt hier die Container ein. Ich glaube mit Air Mauritius Lackierung, ne? Ja, ist da drauf. Auf den Containern. So, wir können euch die Tür nochmal schließen. Auf der rechten Seite. So. Dann kommen wir schon zur Pre-Flight Checklist. So, machen wir die gerade mal. Rufen wir die ruhig hier auf.
Checklist. So, Oxygen. Tested 100%. Flight Instruments, Heading. Ja, komm, drehen ruhig mal Runway Heading ein. 160. Aber wir können gleich mal ranzoomen, mal gucken, ob wir einen, aber ich glaube nicht, dass wir einen Airport-Chart hier haben. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. So, Altimeter ist set, QNH 1014. So, und damit sind wir hier eigentlich fertig. Parking Brake ist set, Fuel Control Switch ist cut off. Das nächste ist die Before Start Checklist. So, jetzt kommen die wieder mit ihren normalen Bubble hier, dass die jetzt alles wieder bereden würden. So, wir machen jetzt mal weiter, dass wir die Seatbelt Sounds auf Auto setzen. Hydraulic Pumps, so. Die gehen hier alle auf Auto, die anderen sind ja schon hier on. Fuel Pumps gehen on. So, die Center Pumps brauchen wir nicht, da ist nichts drin. So, dann stellen wir mal den Trim ein, Stabilizer Trim 4.25 für den Takeoff. So Richtung Nose Down ist das anscheinend ein Trim. Oder mal, nee, Nose Up Trim ist das. In die falsche Richtung bewegt die Trimmung. So, das ist Set. Doors noch nicht close, können wir noch nicht machen, aber wir machen das Beacon jetzt halt schon mal an, weil es hier drin steht, dass ich vergesse. Und die External Power können wir eigentlich auch schon disconnecten, weil, genau, IPU Generator läuft ja. So, dann disconnecten wir die mal. Perfekt. So. FPS, FSX läuft ja auch gerade so mit 30 FPS fast die ganze Zeit. Sehr schön. Wunderbar. So, gucken wir noch ein bisschen zu. Die laden hier noch ein. So, und dann, genau, Pushback. Lasst euch mal überraschen, wie der läuft, aber der ist auf jeden Fall mega geil mit mehreren Turns und so weiter. Wir müssen ja dann hier raus und ist auf jeden Fall echt gut gemacht. Also so habe ich den Pushback hier im GSX noch nie gesehen. Das ist, also gut, oft müssen wir einfach hier nur so zurückgepusht werden und so 90 Grad Seite gedreht werden, aber ja, heute ist ja ein bisschen spezielleres, dass wir halt da hinkommen. Pushback ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das in echt auch genauso ist. Und, ist auf jeden Fall mega cool. Lasst euch einfach mal überraschen. Und dann rollen wir hier raus, rollen hier rüber, machen den Backtrack und dann geht's da runter in die Richtung. Starten wir dann, genau. Keine Ahnung, wie lang die Bahn ist, vielleicht so 3000 Meter oder so. Passt auf jeden Fall. Und manchmal starten die sogar auch in die andere Richtung hier über die Insel. Wir sind, also ich kann es euch mal schon mal kurz zeigen, das ist hier diese Insel Mayotte. Und wir sind halt auf diesem kleinen vorgelagerten Teil davon. Und manchmal starten die halt auch hier ab und drehen dann so. Wir fliegen gleich in Richtung Süden hier weg und dann hier einmal quer über Madagaskar drüber und dann müsste genau das hier Réunion sein und hier im Norden, da liegt Saint-Denis. Genau, und ja, wundert euch nicht, dass das jetzt noch alles hier FSX-Standard Bodentexturen sind, vielleicht, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt erkannt habt, aber einfach nur so Informationen, weil ich habe Ground Environment X jetzt hierfür noch nicht installieren können, habe ich bisher nur für Europa gemacht. Ich wollte es jetzt eigentlich noch hier für Afrika und so installieren, aber da gab es halt noch ein Problem jetzt eben und genau, ich wollte es aber doch jetzt direkt jetzt aufnehmen und nicht jetzt ewig noch gucken, dass ich es aktiviert kriege. Da muss ich nämlich nochmal mit Flight One da aus in Verbindung setzen, dass ich das auch hier installiert bekomme. So. Ist auch hier voll krass aus. Wir haben da oben steht nämlich nur 14% an Treibstoff in den Tanks. Aber das reicht ja, wir fliegen ja nicht so lang und ich meine, der hat ja große Tanks, deswegen ist es halt auch nur so wenig. So, wir können dann schon mal echt die Before Start Checklist lesen. Before Start Checklist, Passenger Signs in Auto, MCP V2. Brauchen wir noch gar nicht set. Machen wir weiter. V2141. Das habe ich mir auch nirgendwo vorher in den Procedures drin, also es kommt jetzt hier erst. V2141. 141, Heading haben wir set. Altitude machen wir gleich unsere Reiseflughöhe. Flight Level 410, also echt ordentlich hoch hinaus. So, ordentliche Drehen am Rad. So, das haben wir. Takeoff Speeds V1128, VR130, V2141. C2 Preflight is completed, Taxi and Takeoff Briefing completed, Checklist completed. So, können wir mal ranzoomen hier im ND. Aber ne, gut, hatte ich auch nicht anders erwartet. Also hier haben wir jetzt keine Bodenchart, aber hätte ich es auch nicht, wie gesagt, nicht anders erwartet. So. Die Außen müssten eigentlich auch jetzt recht bald fertig sein. Da vorne wird der letzte Container eingeladen. Sehr gut.
Dann machen wir eigentlich schon mal Prepare for Pushback and Departure. Und hier müssen wir jetzt Nase nach rechts auswählen. Und genau kommt die Frage nicht, welche Richtung. Aber wir müssen auf jeden Fall Nase nach rechts auswählen und Tail nach links. Dass er uns hier richtig pusht. Auch interessant, wo die gerade hinfährt. Er fährt irgendwie in Richtung Startbahn. So, mal die Aftercargo zu. So, und dann kommt die Frage. Nose right und Tail left und kein Endstart vom Pushback. So, machen wir auch jetzt mal hier alle Türen zu. Wunderbar, so sollte er hinten wegfahren. Der Exit Force ist doch closed. Fährt weg, wunderbar.